sehe ich dich nach 20 Jahren wieder, du stolzer Freudentempel meines sommerlichen Lebens. Die alte Fröhlichkeit scheint auch aus dir gewichen. Nun ist es stumm und still geworden, seit ich dich nicht gesehen, hat sich mein Schicksal sehr geändert. Ich habe Gattin, Kind und all mein Gut durch eigene Schuld verloren. Und einige Freunde habe ich schon geschrieben, doch niemand will den armen Julius mehr kennen. Ich will dem Besitzer dieses Schlosses sagen, dass ich der Erste war. Vielleicht sind die Größe meines Unglücks rührt. Guten Morgen. Guten Morgen. Muss wohl doch den großen Hund von der Kette lassen, weil gar so viel Gesindel immer kommt. Mein lieber Freund, wollt es so gut sein, mir zu sagen, wie euer gnädiger Herr wohl heißt und wie lange dieses Schloss besitzt? Ihr wollt ihn wohl um etwas bitten, hä? Ich wünsche ihn zu sprechen. Scheint doch nicht, dass er etwas stehlen mag. Es mag so ungefähr 12 Jahre sein. Der Flotwell hat's gebaut. Der wischt nach England durch. Dann kauft's ein Grab. Der Staat. Und dann hat's unser Herr übernommen. Und der wird's wohl bis zu seinem Lebensend behalten. Seid ihr schon lange in seinem Dienst? Ziemlich lange. Aber gestern hat er mich persönlich abgedankt. Wie tituliert man ihn? Herr von Wolf. Wolf? Mein Kammerdiener. Da muss euer Herr vermutlich eine sehr große Erbschaft gemacht haben. Ach, nichts hat er gemacht. Den Flotwell hat er tüchtig übers Ohr gehauen. Da stammt sein Reichtum her. Und der war so dumm und hat ihn dafür auch noch beschenkt. Sag mir nur eins noch. Ist Herr Wolf im Besitze dieses ungerechten Gutes glücklich? Ob der wohl glücklich ist? Schaut ihn euch an und überzeugt euch selbst. Himmel, ich hätte nicht erkannt. Ich habe eine üble Nacht gehabt. Die Sonne kommt mir halt so trübe vor. Gnädiger Herr, es will ein armer Mann euch sprechen. Er kann nicht ärmer sein als ich. Wo ist er? Flotwell nennt er sich. Flotwell? Das hat mir einen Stich gegeben. Die böse Gicht ist doch noch unbarmherziger, als es die Menschen sind. Er lebt noch und kommt so hierher. So straft der Himmel seine Sünder. Das ist der reiche Flotwell. Na, gute Nacht. Da will ich lieber der arme Johann bleiben. Herr von Flotwell, es freut mich, dass Sie sich Ihres alten Dieners noch erinnern. Und ich bedauere nur, dass meine Krankheit, die mich seit vielen Jahren quält, mir nicht erlaubt, meine Freude über Ihre Ankunft so glanzvoll an den Tag zu legen, als Sie von mir es fordern könnten. Ich habe nichts zu fordern, gar nichts mehr. Ich wollte nur den Besitzer meines Schlosses sprechen. Ja, es ist ein ganz besonderer Zufall. Ich habe dadurch eine wahre Anhänglichkeit an Ihr Haus bewiesen. Der Himmel hat mich mit Gewinn gesegnet, aber ich habe jetzt große Verluste erlitten. Verzeihen Sie. Der Arzt erlaubt mir nicht zu viel zu sprechen. Ich weiß die Ehre Ihres Besuches sehr zu schätzen. Geleitet mich zu jener Aussicht hin. Nein, nach dem Schloss. Auch das nicht.
nach dem Garten. Der Garten ist so schön. Nur schade, dass die Rosen schon verwelken. Wie oft werd ich sie wohl noch blühen sehen? Heute ist ein kalter Tag. Mir scheint die Sonne warm. Mich friert. Geht ins Dorf und holt den frommen Mann, den ich jetzt so gerne um mich habe, dass er mir ein moralisches Buch vorliest. Ich höre so gern moralische Bücher lesen. Die Welt ist gar so schlecht und man kann seinen Trost nur in der Zukunft suchen. Euer Herr ist offenbar schwer erkrankt, aber wird er geliebt? Wünscht man ihm ein langes Leben? Nein, nein, er ist ein geiziger Filz, den niemand leiden kann. Und in einigen Wochen wird's wohl mit ihm zu Ende gehen. Adieu. Oh, Flottwells Schloss, was beherbergst du für Menschen jetzt? Soll ich nun beginnen? Die wenigen Taler, die ich noch besaß, habe ich auf meiner mondenlangen Wanderung verzehrt. Ich habe gespart und trockenes Brot gegessen. Und doch besitze ich nicht einen Pfennig mehr. Dort mein altes Schloss. Es ist zum Sinnbild meines jetzigen Unglücks zusammengestürzt. Weil der Tischler früh aufsteht, tralalalala. Dann zu seiner Arbeit geht, tralalalala. Schau, schau, da ist ein armer Mann. Ich muss ihm doch was schenken. Hey, Alter, was ist? Ja, ich weiß nicht. Das Gesicht? Dieses Gesicht ist mir bekannt. Und jetzt traue ich mir, ihm den Groschen gar nicht mehr zu geben. Was willst du, Freund? Das stimmt. Das wird doch nicht. Sie, hören Sie? Na, das wäre ja entsetzlich. Bitte um Verzeihung. Sie kennen Sie das Schloss? Ob ich es kenne? Das war ja einst mein Eigentum. Mein gnädiger Herr! Mein gnädiger Herr! Wer bist du, Freund? Na, der Valentin! Ich kenne mich eigentlich nicht mehr. Der Tischler, der einmal bei Ihnen gearbeitet hat und den Sie als Bedienten aufgenommen haben, weil er Ihnen so gut gefallen hat. Valentin? Der gute, ehrliche Valentin? Du erinnerst dich noch meiner? Ob ich mich erinnere? Oh gut! Eignoren waren ja so gut mit mir und haben mir ja so viel geschenkt. Einen Dukaten habe ich mir noch aufgehoben. Ja. Aber die anderen habe ich schon alle ausgegeben. Und, geht es dir gut? Ah ja. Wie soll der arme Tischler gehen da am Land? Hier ist ja nicht viel zu tun, aber ich bin zufrieden. Dann bist du glücklich. Ja, ja. Man nimmt's halt mit, solange es Gold will. Aber euer Gnaden scheinen mir gar nicht zufrieden zu sein. Nicht wahr? Ich hab mich sehr geändert. Ah, nein, nein. Euer Gnaden schaut gut aus. Gut. Recht gut. Ein bisschen strapaziert, aber... Sowas kann man ja einem solchen Herrn ja nicht sagen. Ja, mein lieber Valentin, nun kann ich dich nicht mehr beschenken. Beschenken? Na, euer Gnaden werden mich doch nicht mehr beschenken wollen. Da müsste ich euer Gnaden richtige Grobheit antun. Bitte um Verzeihung. Ich rede manchmal, als wenn ich Hobelschaden im Kopf hätte. Aber seit ich wieder Tischler bin, habe ich meine ganze Politur verloren. Soll ich mich ihm entdecken? Ich traue mich gar nicht, ihn zu fragen, aber mir scheint, er ist voll Hunger.
Gehst du nach Hause? Nein. Ich muss im Wirtshaus drüben eine Tür zusammennageln, weil sie gestern einen hinausgeworfen haben und da ist einer angekommen an die Tür und da hat sie einen Sprung gekriegt. Und da, wo wollen denn Herr Gnoden hin? Herr Gnoden, werden wir da jetzt nicht wieder davonlaufen? Was willst du denn noch, Valentin? Bitte um Verzeihung. Aber so mehr Herr Gnoden aufrichtig sein, euer Gnaden hat schon eingeladen. Nein, lieber Mann. Dürfte ich wohl so frei sein und dürfte mit dir eher ausbitten auf eine alte Hausmannskost. Ich danke dir, rechtschaffener Mensch. Ich komme. Aber das sag ich gleich. So geht's bei mir nicht so, wie es einmal da bei uns zugegangen ist. Ach, schon wieder so ein Hobelschadendiskurs. Ich werde mit allem zufrieden sein. Wird schon nicht so schlecht ausfallen. Ich hoffe es lieber. Na, da sind wir in meinem Domizil. So, spazieren, Herr Gnaden, nur herein. Ist es noch bitte um Verzeihung, es ist alles in Unordnung. Liesl, dann sag einen Sessel herbei, Michel jagt die Gänse hinaus. Die Hobelscharten weg, Michel, einen Polster bring. So, ist es noch, es wirft das Leibfandel um. Na, wie gefallen, Herr Gnaden, denn die Wirtschaft, bitte. Ja, was treibst denn? Hast du gar eine Tuch entbrochen? Leg zusammen. So, bitte, Herr Gnoden. So. So, bitte, Platz zu nehmen. Da habe ich die Ehre, meine Familie aufzuführen. Meine Rosel wird gleich nach Hause kommen und die wird ein Vergnügen haben. Da schaut's den Herrn an. Das ist mein lieber, guter, gnädiger Herr, von dem ich euch schon so viel erzählt habe. Er hat euren Vater und vielen hundert Menschen Gutes getan. Also geht's hin und küsst ihm beide die Hand. Vater, der sieht ja gar nicht aus wie ein gnädiger Herr. Psst, bist still. Du bist ja kein Kenner. Was verstehst denn du von gnädigen Herren? Euer Gnaden, unser Vater hat uns schon so viel Gutes, Liebes und Schönes von euer Gnaden erzählt, dass wir uns recht freuen, euer Gnaden kennenzulernen. Vater, der Herr tut mir sehr leid. Dem muss es ja gar schlecht gehen. Ja, geht's jetzt hinaus, Kinder. Ja, geht's ein wenig in den Hof hinaus. Und Michel, du schaust dich um die fetterste Entnung. Liesl, du suchst sofort deine Mutter auf. Sie soll gleich nach Hause kommen. Mein Gott. Die Kinder, die wissen noch nichts von der Welt. Ja. Aber seien doch euer Gnaden nicht so betrübt. Aber erzähl mir doch einmal, euer Gnaden, wie ist denn das Unglück so gekommen? Ich lebte doch 8 Jahre mit meiner edlen Gemahlin, die mir in London einen Sohn geboren hatte.
ganz glücklich. Jedoch auf einer Reise nach Südamerika, von welcher sie mich vergeblich abzuhalten suchte, als hätte sie mein Unglück schon geahnt. Riss mir der Tod beide. Ich ging nach London zurück und ließ mich in großartige Spekulationen ein. Nach mehreren Jahren sah ich mein Vermögen bis auf einen kleinen Rest geschmolzen. Ich kam nach Deutschland und nach 20 Jahren spielte ich wieder einmal. Ich gewann, spielte fort und verlor alles. Alles. Und so bin ich zum Bettler nun fahrend. Das ist freilich eine traurige Geschichte. Aber es ist halt notwendig, dass man es erfährt. Verzeihen mir, Herr Gnaden, aber euer Gnaden sind doch auch ein wenig selber schuld. Ich weiß, es schickt sich nicht, dass ich das gesagt habe. Aber ein Herr, der so dagestanden ist wie Herr Gnaden, na, es ist zum Tod ärgern. Ich kann nichts, nicht anders. Ich rede halt so, wie ich's denk. Du hast recht. Wo jetzt erst treten alle Warnungen von meiner Seele, die ich aus Stolz und Übermut verschmähte. Die Ristane und das grauenvolle Bild des geheimnisvollen Bettlers, der mich so lange Zeit verfolgt hat und dessen Abkunft ich wohl nie enträtseln werde. Nun sei Herr Gnaden nur beruhigt. Haben euer Gnaden derweil die Gnade und gehen allergnädigst in das andere Zimmer hinein. Da werden euer Gnaden etwas darin sehen, was euer Gnaden gewiss erfreuen wird. O Diener treu, du gleichst dem Mond. Wir sehen dich erst, wenn unsere Sonne untergeht. Das ist eine schöne Rede, aber ich hab's nicht verstanden. Liesl, Michel, kommt's herein! Habt ihr euren Vater gern? Ja! Wollt ihr meine Freude machen? Ja, lieber Vater! Ja, Verdruss habt ihr mich schon genug gemacht. Also, seid mit dem Herrn da drin recht gut und höflich. Ja? Er wird bei uns im Haus bleiben, ich lasse ihn nimmer fort und redet der Mutter auch zu. Sie ist eine gute Frau, aber manchmal ein wenig gar. Ja? Wir wissen's am besten. Wir haben genug auszustehen mit ihr. So? Ja, was die Eltern jetzt den Kindern für Kummer und Sorgen verursachen, das ist außerordentlich. Also geht's jetzt hinein zu ihm. Ich komm gleich wieder, ich muss nur im Wirtshaus drüben die Tür reparieren und vergesst nicht, was ich euch gesagt habe. Er ist unglücklich. Mit unglücklichen Menschen muss man subtil umgehen. Hm? Also wie muss man umgehen? Subtil! So ist es. Die Glücklichen, die können eher schon einen Stesser aushalten. Geht's rein? Mein Gott. Wenn man solche Sachen erlebt, da wird man am Glück völlig irre. Oh, was nutzt das alles? Der Mensch denkt und der Himmel lenkt. Oh, streiten sich die Leute herum, oft um den Wert des Glücks. Der eine heißt den anderen dumm, am End was keiner nix. Da ist der allerärmste Mann dem anderen viel zu reich. Das Schicksal setzt den Hobel an und hobelt's beide gleich. Die Jugend will stets mit Gewalt in allem glücklich sein. Doch wird man nur ein bisschen alt, da findet man sich schon drein. Oft zankt mein Weib mit mir, oh groß, das bringt mich nicht in Wut. Da klopf ich meinen Hobel los und denk, du brummst mir gut. Zeigt sich der Tod einst mit Verlauf,
und zupft mich, Brüderkund. Da stell ich mich im Anfang dab und schau mich gar nicht um. Doch sagt er, lieber Valentin, mach keine Umstehend. Geh. Da leg ich meinen Hobel hin und sag der Welt Ade. Freut mich, dass mein Bild in eurem Haus zu finden. Ich könnte es nicht in besseren Händen wissen. Wie ist es denn an euren Vater gekommen? Der Vater hat uns erzählt, er hat zum Schloss gekauft, wie alles gerichtlich versteigert worden ist. Und es hat viel gekostet. Wollte keinen etwas dafür geben. Schändlich. Psst, bist still. Weißt du nicht, was der Vater gesagt hat? Da steht das Datum von eurer Gnaden Geburt. Den letzten Julius. Ah, wie schön, da ist ja heute Geburtstag. Gerade 50 Jahre. Wir gratulieren! Als die Sonne sank, ward ich geboren. Wenn sie wieder sinken wird, wo werde ich sein? Du, da bin ich aber vergnügt, wenn dein Geburtstag ist. Na, ist sie schon 50 Mal geboren, da gewöhnt man sich halt dran. Jetzt kommt die Mutter! Mögen euer Gnaden noch viele solcher Blumen auf ihrem Weg erblühen. Das wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen. Danke euch, liebe Kinder. Warum kann ich euch nur mit Worten danken? Doch, doch, nein! Erhalten einen fremden Menschen, wenn man Kinder zu ernähren hat, ist er ja total narisch. Das ging halt mir gerade not. Ha, da ist er ja. Na, der schaut sauber aus. Marsch in die Küche. Guten Tag, liebe Frau. Guten Tag, Herr von Flottwell. Freut uns, dass Sie Ihre alte Dienerschaft abgesagt haben. So können Sie sich doch überzeugen, dass wir arme, aber ehrliche Menschen sein. In dem Haus hat nie ein Schmuck existiert, wie Sie sehen. Wir haben uns auch in Ihrem Dienst nicht so viel erwirtschaften können, als wie gewisse Personen, die sich ein ganzes Schloss davon gekauft haben. Ich glaube, Sie werden mich verstanden haben. Ich verstehe Sie nicht ganz, liebe Frau. Ich erinnere mich nicht genau an alle Ereignisse meines Hauses, nur das weiß ich gewiss, dass keinem meiner Diener mit meinem Willen eine Ungerechtigkeit widerfahren ist. Was? Die Verhältnisse bestimmen die Äußerungen der Menschen. Ich kann Ihnen gar nichts sagen, Herr von Flottwell, als schauen Sie sich um bei uns. Können Sie von uns fordern, dass wir in unserer eingeschränkten Lage noch einen Mann erhalten, dem wir nichts zu danken haben als unseren richtigen Lohn? So steht es Ihnen frei, bei uns zu bleiben. Mein Mann ist ein guter Lappen, der lässt Sie alles einreden, der nimmt die ganze Welt ins Haus auf, aber ich bin die Hausfrau. Ich hab zu bestimmen. Ich kenne unsere Verhältnisse, unsere Ausgaben, unsere Einnahmen. Ich muss für die Kinder sorgen, wenn sie nichts zum Essen haben, und ich kann meine Einwilligung nicht geben. Marsch in die Küche. Wird uns freuen, wenn Sie uns heute auf Mittag beehren wollen. Wir werden uns nicht spotten lassen, aber für immer, verzeihen Sie, das kann ich nicht zugeben. Heute in mein Haus und nimmer. Nein, ich habe es nicht gehört. Es war ein Traum. So sprach sie nicht zu Julius von Flottwell, ihrem einzigen Herrn. So sprach sie nicht zu mir, den dieser Blumenstrauß schon zu so heiliger Dankbarkeit entflammen konnte. So sprach sie nicht zu jenem Flottwell, der im goldumstarrten Saale 100 Schmeichler an der Tafel sah, zu dem gepriesenen Vater seiner Diener, zum edelsten der Freunde und wie die Lügen alle heißen. Oh, wei. Könnte ich den 10. Teil meines verlorenen Glücks zurückbeschwören und gleichzeitig 10-fach Elend auf dein altes Haupt hinschmetten, damit du dann zu meinen Füßen meine Hilfe empfangen müsstest, dann sollte meine Großmut dich belehren, wie ungerecht du warst, dass du in meinem Unglück
mich so, so, so bitter hast gekränkt. Das hätte die Mutter aber doch nicht tun sollen. Still bist, marsch in die Küche hinaus. Na, was willst du? Sag ich dem Vater, wenn er nach Hause kommt. Das wäre eine schöne Wirtschaft. Und wie der Mensch schreit in einem fremden Zimmer. Wie hat er was von einem alten Haupt gesagt? Hab ich ein altes Haupt? Der Mensch muss keine Augen im Kopf haben. Das nutzt einmal alles nix. Reden muss man um seine Sache. Wer das Maul nicht aufmacht, der muss den Beutel aufmachen. Ah, da kommt ja dein Vater nach Hause. Na, dem werde ich meine Meinung sagen. Jetzt ist die Tür auch wieder in Ordnung. Ah, bist schon zu Hause? Das ist gescheit. Ja, zum Glück bin ich noch zur rechten Zeit zu Hause gekommen, um deine voreiligen Streich wieder gut zu machen. Was denn für Streich? Wo ist denn der Gnädige her? Na, wo wird er sein? Wo ist ihn beliebt? Ja, ja, was sagst du? Was? Ist er nicht in der Kammer drin? Such ihn! Ja. Nein. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Was geht denn das mich an? Was geht? Kümmer mich, fremde Leute. Fremde Leute, du hast nicht gesprochen mit ihm. Was? Was ist denn da vorgegangen? Kinder, kommt schon rein! Wo ist der Gnädige her? Ja, ich... Ja, was stockst du fort, dieser, und was ist weiter? Fort ist er? Wegen was ist er fort? Wann ist er fort? Wie ist er fort? Und wie viel Uhr ist er fort? Ja... Ja, raus damit! Sagst du! Was fürcht dich denn noch? Die Mutter hat gesagt, sie behält ihn nicht länger im Haus. Und der Vater macht lauter so dumme Sachen! Das hast du gesagt? Psst. Daraufhin ist er fortgelaufen und hat Gewalt. Na, was sind das für Sachen? Scheiß Stück, Kinder, geht's hinaus! Warum nicht gar? Still sein, Kinder, setz dich doch! Kinder, geht's hinaus! Stopp! Oh, nieder, setz dich doch! Nein, wie ist es, um so auszugehen? Das ist schrecklich! Na, was ist jetzt? Aber ich hab dich nicht vor den Kindern beschämen wollen, wie du mich, ja? Also, was ist jetzt lieber? Willst du meinen gnädigen Herrn im Haus behalten, oder? Ich geh auch fort. Was machst du denn für Geschichten mit einem fremden Menschen? Fremd? Ist er dir fremd? Mir nicht. Ein Mensch, dem ich dankschuldig bin, der kann mir gar nicht fremd werden. Du bist Vater! Du hast auf deine Kinder zum Schauen! Er ist auch mein Kind. Ich habe ihn angenommen. Das ist aber ein sehr junges Kind. Na, so jung wie du ist er natürlich nicht. Denn du führst dich auf wie ein Vierjähriger. Gut und gut, ich leite den einmal nicht im Haus. Du leidst ihn nicht? Kinder, kommt herein! Das ist eine Wirtschaft! Kommt, zieht euch an, ihr kommt mit mir. Wohin denn, Vater? Das wird schon sehen. Du wirst die Kinder aus dem Haus nehmen? Ich bin die Ursache, dass sie ins Haus gekommen sind. Folglich kann ich sie auch aus dem Haus nehmen. Aber Vater, was soll denn das werden? Das wäre ja ganz entsetzlich. Willst du bei deiner Mutter bleiben? Ja, das ist meine Schuldigkeit. Gut, dann geh zu ihr. Michel, komm her zu mir. Du bist die Stütze meines Reiches. Du gehörst mir zu. Also, mach dich fertig. Pack alles zusammen da. Ja. Wirklich ernst? Alles, da pack ein. Ja. Er macht wirklich ernst. Das hätte mein Leben nicht geglaubt. Liebe Mutter, gib doch nach. Jetzt ist der Auszug fertig. Jetzt gib acht. Jetzt werde ich kommandieren. Habt acht. Rechts um. Das andere rechts. Marsch! Du Mann! Halt an! Halt! Was gibt's? Ich muss dir noch was sagen. Aha, jetzt fangen die Unterhandlungen an. Ja, bitte! Lass die Kinder hinausgehen. Kinder, geht's hinaus? Na, Gott sei Dank. Ja, wenn die Männer einmal anfangen, dann muss es brechen oder gehen. So ist es. Also, was willst du jetzt? Schau, überlegst du doch. Du wirst dich überzeugen, ich hab recht. Verstöße, oder ich ruf die Kinder herein. Jetzt lass sie doch draußen, die zeißen, die Schurkmanns alle mal hin und her laufen. Das nutzt dir alles nichts. Gut, ich will mir's überlegen. Nix überlegen, nix. Heute noch muss er ins Haus. Und eine Mahlzeit muss hergerichtet werden, dass die ganze Menschheit die Hände über den Kopf zusammenschlagen soll. Mir ist recht, aber der Flottwell verdient's um uns nicht. Was sagst du? Er verdient's Na. Nicht. Ja, wer ist denn schuld daran, dass wir so friedlich miteinander leben? Dass ich ein Meister werden können und das Häusl da gebaut hab. Nur die 200 Dukaten, die ich so nach und nach von ihm zu schenken gekriegt hab. Also, wem haben wir also unser bisserl da zu verdanken? Mich hat aber nie mögen. Ist ja nicht wahr, der Kammerdiener hat dich noch angeschwärzt bei ihm. Sonst wären wir noch immer in seinem Haus. Ja, wenn er noch eins hätte. Ja, stimmt, das hab ich vergessen. Bei jeder Gelegenheit hat er mich heruntergesetzt.
Einmal hat er vor der ganzen Gesellschaft gesagt. Was hat er gesagt? Sag ich nicht. Gerusa, sag mal's. Hat er gesagt. Er hat gesagt, ich bin ausgewachsen. Das hat er gesagt? Und das hast du dir 20 Jahre lang gemerkt? So was vergisst ein Frauenzimmer doch nie. Na, das musst du ihm halt verzeihen. Du bist ja gebaut wie eine ägyptische Pyramide. Wer könnte dir in deiner Gestalt etwas nachsagen? Ja, der Meinung bin ich auch. Ja. Also, Rune. Rosa, wir behalten ihn bei uns im Haus. Du wirst sehen, ich werde fleißig arbeiten. Es schadet uns nichts. Im Gegenteil, es geht mir alles besser von der Hand. Na, meinetwegen, so soll es denn sein. Bravo, Rosa, das habe ich auch von dir erwartet. Und ich hätte dich eh nicht verlassen, morgen auf Nacht wäre schon wieder nach Hause gekommen. Aber jetzt ist alles wieder in Ordnung. Kinder, kommt's herein! Wir ziehen nicht aus, Vater und Mutter sind versöhnt und der gnädige Herr kommt zu uns ins Haus! Das ist klar, das ist blöd! Also lauft, so schnell ihr könnt, geht's zu den Nachbarn, fragt sie, ob sie nicht irgendwo gesehen haben, sie sollen euch suchen, und wenn ihr ihn findet, so bringt sie ihn daher. Ja? Der Mensch wird narrisch von der Freude. Bravo, jetzt geht's los, Vater, verlass dich doch, Vater, weil ich im Park mit Papa nimmer auf. So ist recht. Geht's? Mein Gott, der Bub kann einmal ein großer Mann werden, wenn er sofort wächst. Ja, ja. Jetzt komm, Rosa. Du hast mir viel Verdruss heute bereitet, aber jetzt ist dir alles verziehen. Ach so. Ich habe sie erreicht. Die letzte Höhe, die in dieser Welt für mich noch zu erklimmen war. Ich stehe auf meiner Ahnen, Wieg und Sarg, auf Flottwells altem edlen Herrenschloss. Zu spät, verfaule Bettelstab. Mein Elend braucht nun keine Stütze mehr. Ich kehre nie zu eurer Welt zurück. Mein Verbrechen schließt mich aus dem Reich des Eigennutzes aus. Ich habe mich versündigt an der Majestät des Goldes. Der Hunger soll mich langsam töten hier. Aus Straf, weil ich die undankbare Welt zu viel gemästet habe. Oh, Tod, du bist mein einziger Trost. Ich habe ja keinen Freund. Als mich? Als wen? Oh, schreckliche Gestalt, dich nun als meine erst erkenne. Weil mich die Zeit auf gleiche Stufe stellt. Weh mir! Nun wird mir's klar, du solltest mir ein grauenvolles Bild der Warnung sein. Dies war mein Zweck. Du hast mich nicht erkannt, weil Leidenschaft nie ihre Fehler sieht. Erkenne mich nun ganz. Ich bin ein Jahr aus deinem viel zu rasch verzehrten Leben. Und zwar dein 50. das heute noch verrinnen wird, wenn jene Sonne sinkt. Du hast an Keristanen einst ein Jahr verschenkt. Und diese edle Fee, die sich für dich geopfert hat,
sah in dem Buch der Zukunft, dass wenn du zurück nicht kehrst von der Verschwendung Bahn, das 50. Jahr deines Lebens dir den Bettelstab als Lohn für deinen Leichtsinn reichen wird. Zu warnen warst du nicht. Drum konnte ich dich nur von deinem tiefsten Sturz erretten. Ich hab für dich bei dir gebettelt. Nimm hier dein Eigentum, das du mir gabst, zurück. Du wirst es besser schätzen nun, weil du die Welt an deinem Schicksal hast erkannt. Leb wohl. Ich habe vollendet meine Sendung. Traum ist's Wahrheit, was ich sah und hörte. Woher die überirdische Erscheinung? Mein teurer Julius, es war Arthur, der Geist der letzten Perle, die ich einst so freudig für dich hingeopfert habe, als ich die süße Liebe zu dir mit bitterer Verbannung büßen musste. Mir war's vom Leben nicht gegönnt, dich zu erretten. Er hat für mich erfüllt, was meine Treu dir einst gelobt. Keristan, dich erblick ich auf dieser Erde wieder. Du Himmelsbild aus meiner Rosenzeit, zieh nicht fort, verweile noch. Sieh, wie die Wehmut und vergangene Zeit mich tötet. Verzweifle nicht, mein teurer Julius, und dulde noch dein kurzes Erdenlos. Wir werden uns gewiss einst wiedersehen. Dort, in der Liebe grenzenlosem Reich, wo alle Geister sich begegnen dürfen. Ich will sagen. Was ich will, mein Wort will ich Gnaden halten und um Verzeihung bitten für mein ungeschliffenes Weib, gesthin Verbrecherin. Gnädiger Herr, ich hab mich sehr vergessen, aber Sie dürfen nimmer mehr aus unserem Haus. Verzeihen Sie, Herr gnädiger Herr. Lieber Herr, sei wieder gut. Die Mutter weiß nicht, was sie tut. Das hab ich gedichtet, Herr Gnaden. Ihr lieben Leute, ich habe euch schon verziehen und freue mich, dass ich euch eure Treue nun vergelten kann. Ich bin kein Bettler mehr. Unter diesen Mauern habe ich einen kleinen Schatz gefunden, den mein Vater hier für mich bewahrte. Okay, das ist ein Malheur. Und ich habe mich schon gefreut, dass Herr Gnaden nichts haben, damit ich Herr Gnaden unterstützen kann. So ist es besser, Valentin. Du kannst dein Leben nun in Ruhe genießen. Ich nehme dich und deine Frau in mein Haus und will für die Erziehung eurer Kinder sorgen. Wir danken herzlich, gnädiger Herr. Ja, klär dich auch, gnädiger Herr. Und ich werde der Horstischler bei Herr Gnaden. Ich wichs und politiere das ganze Haus. Und eine Menge meiner alten Nachbarn freuen sich auch, ihren vorigen Gutsherrn wiederzusehen und ihn zu unterstützen. Ja, einen guten Herrn vergisst man heute nicht so leicht wie man. Herr gnädiger Herr soll leben. Sind wir doch glücklich, wir stehen auf dem Berg. Jetzt zeigt sich der Kummer so klein wie ein Zwerg. Wir stehen auf
stehen auf dem Berg. Jetzt zeigt sich der Kummer so klein wie ein Zwerg. Und kommt er uns wirklich noch mal hier ins Haus? Der Valentin juckt ihn zum Tempel hinaus. Der Valentin juckt ihn zum Tempel hinaus. Jetzt gehen wir zur Tafel, die macht erst den Schluss. Für heute ist beendet ein jeder Verdruss. Sie macht erst den Schluss, für heute ist beendet ein jeder Verdruss. Doch heb ich bei Tische den Ehrenplatz auf. Vielleicht setzt sich ihre Zufriedenheit drauf. Vielleicht setzt sich ihre Zufriedenheit drauf. Alles sei hier vor dem Gruß, in des reichen Blutbeschluss. Alles sei hier vor dem Gruß, in des reichen Blutbeschluss. Dummelbeich, 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 ein wenig um. Dummelbeich, 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 ein wenig um. Dummelbeich, ein wenig um. Dummelbeich, ein wenig um. Viel zu reich. Das Schicksal setzt den Hobel an und hobelt's beide gleich. Die Jugend will stets mit Gewalt in allem glücklich sein. Doch wird man nur ein bisschen alt, da findet man sich schon drein. Oft zankt mein Weib mit mir, oh Gras, das bringt mich nicht in Wut. Da klopf ich meinen Hobel los und denk, du brummst mir gut. Zeigt sich der Tod einst mit Verlauf,
und zupft mich, Brüderkund. Da stell ich mich im Anfang dort und schau mich gar nicht um. Doch sagt er, lieber Valentin, noch keine Umstände. Geh. Da leg ich meinen Hobel hin und sagt er wird Ade.